Ja. Wir machen jetzt eine 3D-Abbildung von Neldens Hintern. Wenn sie dir durch die Bitte? Dots läuft. Sprich mit mir. Echt jetzt, Doc? Hey, sexy Kleine Lady, Baby. Möchtest du mit mir sprechen? Ich bin heute nur hier für dich. Nein, sie will nicht mit mir reden. Sie will dich. Sie, glaub, will sie will dich Sie will dich lieben. Ja, sie hat mich lieb. Oh nein, nein, ich also. Alter! Also ich habe keinen Orb gesehen, aber drin im Bad hat er gemeint, er müsse mich küssen. So, dann wissen wir jetzt wenigstens mal den Raub. Verdammt, Leute. Verdammt nochmal. Bin ihm genau in die Hand gelaufen. Henrik Sinkienwitz Schenko. War das eins? Nein. Das war nur Farbe. Aber man hört es auf jeden Fall. Das ist auch kein Geistergeräusch. Ja, gut, dass ich mit den beiden mitgespielt habe. Mir ist gerade erst aufgefallen, Herr Verautung. Hä? Blablabla. Piep, piep. Piep, piep, piep. Ich lasse meinen Hintern scannen. Die Lakritz-Katzen-Kacke stack in den Lakritz-Katzen-Katzen-kratzenden Hals. Kann ich dir bestätigen, das ist normal. Banshee-Schrei hört sich wirklich so an. Ne, ich meine, hier an der Tür, wo ich gerade stehe, ist was auf dem Boden an mir vorbeigelaufen. Hallo, Geist. Ich glaube, ich muss da nochmal rein. Computer sagt nein. Das ist der Langkammer. Wow! Geh weg. Oh Gott! Ein Event. Nein, ein Geist. Nee, aber mit dir stimmt wieder was nicht. Geh mal zum Arzt. Stimmt immer irgendwas nicht. Das ist so. Herr Doktor, mir geht's ja nicht gut. Können Sie mir helfen? Drücken Sie sich mal auf die Schulter, auf die Hüfte und auf den Schreibtisch. Wenn es überall weh tut, also, dann haben sie einen gebrochenen Finger. Ja. Hallo. Der ist gut. Ah, volle Kanne ins Mikro, Rainer. Nein. Höre. Wie war das? Nieshust, Furz. Mit Land anmelden. Gefährlich, gefährlich. Wenn du Durchfall hast, ganz gefährlich. Ja. Wo bist du? Auf dem Scheißhaus und fahr Schlittschuh. Bist du hier? Oh! Das war eine weibliche Stimme. Bei mir war es männlich. Ne, ich hab grad eine weibliche Oh! Gehört. Bist du? Rio! Ich bin unheimlich motiviert. Rio! Das ist so, wie als würde er von der Klippe runterfallen. Wow. Ich sag mal so, meine hat die Foltermethoden, um mich wach zu kriegen. Meine guckt mich immer doof an und wenn ich nicht reagiere, legt sie sich hin und schläft weiter. Meiner weicht seine... Hallo, Tesia. Meiner weicht seine Schnauze in seinem Wassernapf ein und drückt mir von hinten in den Steiß. Nein, so weit kommt meine nicht. Ja, meine schon. Böser Hund. Nee, ich meine, vom Wassernapf zu mir ist ihr Mund schon wieder trocken. Ja, das ist zu viel. Ja, ich weiß. Aber alles aus dem Mund raus. Du hast ja auch einen Schlappschlapp. Ich habe eher so einen Saugsaug. So eine Schwammschnauze mit viel Pelz drumherum. Die saugt ganz gut. Ja und nein. Und vielleicht ja und vielleicht nein. Ach, du bist so. Natürlich, ich habe die Tür aufgemacht und im Moment beginnt die Hand. Das ist so eindeutig ein Revy. Wow, fuck, verdammt. Ah, verdammter Geist. Ich glaube, da rennen gerade zwei um ihr Leben. Eine hat verloren.
Ja, wenn er tot ist. Er kann vielleicht auch die Treppe runtergerollt sein. Ja, da unten liegt er. Oh, guten Abend, Dani. Ich dachte... Oh, ich höre nicht mehr. Ah, schnell! Ah, schnell und Party! Böse Geist! Aus! Ah, die Tür ist zu. Verdammt. Guten Abend auch dir, Dani. Tu einfach so, als hättest du reingepinkelt. Plötzlich hast du Platz. Ah. Wah! Apropos genau, Nudeln, wir tragen Gespenst ein. Ich habe gerade vergessen, dass er auch noch mitspielt. Aber nicht, dass du den letzten Gespenst ausrufst. Naja, ich habe kurz vorm Ende erst wieder dran gedacht, dass du auch mitspielst. Ich geh kurz, das klingt gemein, aber ist da, entspricht der Wahrheit. Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass du noch dabei bist. William Miles. Ich habe eine Pfanne. Ich gebe dir eine mit der Bratpfanne. Warum machst du das? Nicht die Mama. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Komm, shake your booty. Shake your booty. Das Axtbeil muss leben. Schwinge es. Zeig mir deine Schokoladenseite. Ob ich das alles überlebe? Ah, was? Ganz viele Profis hier. Willkommen in der Dr. Wenigham. Sie sind live. Dunk. Ich versuche gerade bloß die Quelle des Wassers zu finden. Oh, nein. Also ausziehe so. Aus. Gerade in Range. Das einzige Geräusch, bist was ich höre, bist du. Und das schreiende Schaf. Ich wollte bloß noch ein Versteck. Ach, hier kann ich mal verstecken. Hallo, Geist. Komm. Nicht vor mir. Jetzt rennt die vor mir weg. Ich komme aus der Garage rausgelaufen. Sie kommt von eurem Schrank voll. Steht am Ecke von dem, von dem Wohnzimmer. Sie sieht mich. Sie rennt vor mir weg. Ja. Sehe ich so hässlich aus? Hey, Moment. Erst holt sie dich und dann rennt sie weg. Muss ich nicht verstehen. Das ist der erste Geist, der tatsächlich vor mir weggelaufen ist. Ich würde mal Gedanken machen. Aber wieso hatte sie diese Rauchschwade gehabt für den Moment? Weil ich dann Räucherstäbchen nach ihr geworfen habe. Ach, weil sie nicht stehen bleiben wollte. Ach so, okay. Ja, aus Verzweiflung habe ich das Räucherstäbchen nach ihr geworfen, weil sie nicht auf mich zugekommen ist. Er war verzweifelt, jo. Ah! Alter Geist, hör auf damit. Töte mich, ich bin hier, ich bin sexy, ich schmecke lecker. Nein, doch nicht. Nicht bei dem Geist. Wir haben schon den nächsten Tag. Wir sind schon im Samstag angekommen. Selbst der Stalker stalkt uns noch. Selbst der Stalker stalkt. Ich muss noch warten. Wie hieß sie nochmal? Megan Fox. Megan Fox ist was anderes. Ist wer anderes? Affenfrau. Shipman, nicht Monkey Man. Achso, Shipman. Er wirft halt auch gut. Ah, hi. Event. Also ich spring mal wieder so. Okay. Das Geräusch, was er gerade gemacht hat, ist selten. Macht das irgendein Stimmbergeist? Ja, dieses. Das hat sich schon fast angehört wie so eine irische Banshee. Irische Banshee? Ah. Komm, Kerze, zünd das an. Wir wollen ein Lagerfeuer.